Was meinen Sie, wann wurde dieses Geschütz hier das letzte Mal abgefeuert? Vor der Wende, 1989? Nein, am 23. August 2011, genau um 15.34 Uhr fiel der letzte Schuss. Das ist doch völliger Quatsch, werden Sie sagen. Das Schiff liegt seit 20 Jahren angekettet hier an seinem Liegeplatz. Lag die Hans Beimler wirklich die ganze Zeit hier? Im Sommer 2011 sollte sie nach Dänemark überführt werden. Nach meinen Recherchen verließ der Schleppzug an jenem 23. August den Hafen, kam aber nie in Dänemark an. Eine Gruppe entschlossener Männer kaperte das Schiff, schoss sich den Weg frei und verschwand in den Weiten der Ostsee. Am Folgetag richteten sie ihre Raketen auf das Ziel. Welches Ziel sollte die Hans Beimler angreifen? Ein Kernkraftwerk. Hierzulande lohnt ein Angriff nicht mehr seit der Energiewende. Aber jenseits unserer Grenzen wittert man das große Geschäft, wenn den Deutschen der Strompreis über den Kopf wächst oder gar das Licht ausgeht. Ein Super-GAU irgendwo an einem Ostseestrand könnte alles ändern. Ein bis zwei Raketen reichen da schon. Warum soll die Geschichte von der Operation Baltikscham stimmen? 2011 gab es keinen Angriff auf ein Kernkraftwerk, gab es keinen Super-GAU, weder in Europa, noch in Japan, noch sonst wo auf der Welt. Aber die Hans Beimler ist nicht nach Dänemark überführt worden. Sie liegt wieder hier an ihrem Liegeplatz, so als wäre nichts geschehen. Warum wohl? Weil das Komplott verheimlicht werden soll. Keiner der Beteiligten darf darüber reden, es sei denn, sie wären Lebensmühle. Wenn meine Geschichte aber auf wahren Begebenheiten beruht, warum gab es kein zweites Fukushima? Dafür gibt es viele Gründe. Sie können sie nachlesen in meinem Buch Gekapert, ein Ostsee-Thriller. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und zahlreiche spannende Stunden.